Mahlzeit, ihr Nasen, und herzlich willkommen zurück zu Two Worlds. Wir wollen immer noch nach dem Ringfragment von dem Relikt gucken. Ich weiß bis heute noch nicht, wie ich in diese Stadt reingekommen bin, will mir das aber nicht vermiesen und werde jetzt mal hier einen Teleportstein ablegen. Einfach, dass ich hier jederzeit herkommen kann. So, weggenommen werden kann er mir ja nicht. Und dann gucken wir uns da wirklich mal die Straße auch weiter um. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Ich kann ja, wenn ich stark genug bin, irgendwann mal zu dem Zyklopen zurückkehren und dem mal eine von Latz hauen. Das wird schon irgendwie gehen. Hier ist auch nochmal richtig eine schöne Festungsanlage. Ach, das ist der Clan als solches unten. Das war denn so eher die Handwerker oder so. Das ist eine Nierphase. Komme ich da rein? Nein, nicht. Aber das glitzert mich da schon an. Ich glaube, das ist interessant. Wir werden sehen. Erstmal ein bisschen auf die Diplomatische gehen und mit den Leuten reden. Halt, bleib stehen! Ich stehe. Muss mit Ulter Karger sprechen. Woher weißt du, dass er hier ist? Ich vermute nur, dass ich ihn hier antreffen könnte. Sprich erst mit Kahal. Ohne seine Anweisung kommst du hier nicht rein. Ja, hoffentlich ist der nicht am Ende der Welt. Kommen die rein? Bist du jener welcher? Ich wünschte, wir hätten mehr Männer wie dich. Deine Loyalität dem Clan gegenüber ist wirklich größer, als wir erwarten konnten. Warum tust Reiner du das Eigennutz, darum mache ich das. Ich muss mit Ulter Eigennutz. Karger sprechen. Er will dich ebenfalls sehen. Mein Vater ist sehr beeindruckt von deinen Taten. Ich weiß gar nicht mehr, was ich für die getan habe. Wo finde ich ihn? In seinem Haus. Tja, die Wache wird dich vorlassen. Ich danke dir. Ich kann mal hoffen, wa? Eins noch, bevor du gehst. Ich kenne meinen Vater. Er hat sicher einen Auftrag für dich. Sag ihm, dass du Zeit brauchst und komm noch einmal zu mir. Ich habe dir einen Vorschlag zu machen. Was soll es für ein Vorschlag sein? Nicht jetzt. Mein Vater erwartet dich. Hätte er mir auch gleich sagen können. Ich renne sowieso erstmal noch eine gefühlte halbe Stunde im Dorf und guck, ob hier noch irgendwas Interessantes ist. Wenn es das Einzige ist, was ich hier finde, mitgenommen wird, fertig aus. Aber ich muss tatsächlich sagen, auch wenn die Technik nicht so berauschend ist, das Artdesign und auch die schiere Anzahl der verschiedenen Rüstungen, auch wenn die sich manchmal nur farblich unterscheiden und sowas, das sind schon Sachen, die mir taugen. Sowas mag ich. Achso, muss ja mit der Wache reden. Wir wissen, was du für den Karger-Clan getan hast. Ist Ulta hier? Klar. Rein. Warum so kompliziert? Karl hat mir viel von dir erzählt. Karl! Wahrheit, was er sagt. Was hat er denn gesagt? Vor allem, dass wir dir vertrauen können. Wenn du daran einen Zweifel hättest, stünde ich wohl kaum vor dir. Du hast recht. Verzeih mir, aber es fällt schwer, das Schicksal des Clans in die Hände eines Fremden zu legen. Du wirst das verstehen. Aber vielleicht bist du unsere einzige Rettung. Wie kann ich euch helfen? Sorge dafür, dass König Emrys uns wieder sein Vertrauen schenkt und vertreibe Haus Gelden aus Talmond. Ach, das sind schöne Träume. Und du glaubst, ich allein könnte erreichen, was ihr in vielen Jahren nicht geschafft habt? Das Vertrauen des Königs zurückzugewinnen ist nicht mehr allzu schwierig. Wir haben die Beweise dafür, dass Lord Skelton ein Verräter ist. König Emrys hat seine Zweifel an der Loyalität des Lords. Aber die Beweise fehlten eben noch. Und ihr habt sie gefunden? Ja, das haben wir. Ebrats Leute haben eine Goldmine gefunden, aber es nicht für nötig gehalten, den König darüber zu informieren. Keine Bagatelle in Kriegszeiten. Denn der Kampf gegen die Orks verschlingt viel Geld. Die Leute stöhnen unter Abgaben und sind unzufrieden. Da fehlt nicht viel, bis es zu einem Aufstand kommt.
Das wird dem König sicher nicht gefallen. Aber könnt ihr die Untreue auch zweifelsfrei beweisen? Wir arbeiten daran. Aber das ist noch nicht alles. Unsere Nachforschungen haben noch ganz andere Dinge ans Tageslicht gebracht. Du kennst doch Sano Moon, der die Ausgrabung überwacht. Sicher kenne ich ihn. Kenne ich ihn? Wie es scheint, ich kenne ihn, okay. Ist Sano nicht nur für die Organisation und die Disziplin zuständig. Er ist mit Netaros gesehen worden. Nun? Mit wem? Was sagst du dazu? Ich habe noch nie von ihm gehört. Netaros? Er hat früher in der königlichen Münzanstalt gearbeitet. Und er gilt seit 5 Jahren als tot. Ah, du meinst in der königlichen Münzschmiede. Richtig. Ich bin mir sicher, dass König Emrys das gar nicht gerne hören wird. Aber genau hierfür benötigen wir noch einen echten Beweis. Dann wird der König wissen, wer wirklich zu ihm hält. Ah, ich verstehe. Was könnte als Beweis dienen? Gefälschte Münzen, Werkzeuge, die sie benötigen, Pläne. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und ich bin mir sicher, dass wir alles in Sanos Haus bei den Ausgrabungen finden werden. Warum greift ihr nicht überraschend an und nehmt euch, was ihr braucht? Tja, der Tod von Ebrard würde Haus Gelten ins Chaos stürzen. Aber damit hätten wir bei Hofe noch nichts erreicht, befürchte ich. Außerdem bin ich nicht nur am Untergang von Haus Gelten interessiert. Das würde die falschen Ratgeber des Königs verschonen. Und sie sind vor allem schuld daran, dass Talmond ausgeblutet wurde. Ich dachte mehr an einen gezielten Einsatz durch einen Söldner wie dich. Und solltest du erfolgreich sein, kannst du dir vom Schatzhaus des Clans aussuchen, was immer dein Herz begehrt. Eine wahrlich noble Belohnung. Jo. Es geht um die Zukunft des Clans. Und es gibt keinen Preis für die Freiheit, Söldner. Leb wohl. Tschüss. Hau rein. Gut, dann gehen wir mal zu dem anderen zurück. Das war ja so geplant, aber wir wollen hier ein bisschen Energie sparen. Geh weg. Wo ist er denn jetzt hin? Ist der ins Bett hier? Nee, da ist er. Hoffe mein ich. Vater will sich vermutlich an die Regeln halten, habe ich recht? Dein Vater ist ein Ehrenmann. Er sollte an die Ehre des Clan denken. Und die verlangt nach Blut. Hast du ihn nicht in die Augen geschaut? Manchmal denke ich, er hat nicht mehr seinen Schneid, seit er das Auge verloren hat. Sieht aber cool aus, der Coole. Vater. Er weiß genau, was er will. Das weiß ich auch. Der Clan braucht Rache. Wenn du die Gelegenheit hast, Ebrads Gelden zu töten, dann tu es. Ich, Kahal, werde dich dafür reichlich entlohnen. Was ist mit den Plänen deines Vaters? Er will den Beweis, um Ebrad zu diskreditieren, bevor wir nach Tabakin zurückkehren. Aber Ebrad muss durch unsere Hand sterben, nicht durch den König. Das ist eine Frage der Ehre. Ich weiß nicht so recht. Ich glaube, ich werde das eher so in Bezug auf den alten Mann machen. Kann ich das jetzt schon auswählen als Quest? Ich schau mal kurz, Leute. Sprich mit Ho. Wo ist denn die Quest jetzt hin? Todesstoß war's. Ich werde, glaube ich, tatsächlich mal den friedlichen Weg gehen. Ich meine, Schnetzeln, ja, das kann ja jeder, ne? Nee, ich will wirklich, will ich machen, Leute. Wo muss ich da hin? Wo ist Zed nochmal? In Corellin. Habe ich da schon einen Teleportpunkt oder so? Ich glaube es nämlich nicht. Corellin, er ist nicht so weit weg. Könnte ich mich bis hierhin porten und den Rest gehen wir dann zu Fuß? Ja.
Ja. Würde ich doch mal sagen, das passt. Mein Husten wird zurzeit immer schlimmer. Sorry. Machen wir das so. Port uns dahin. Mal sehen. So wollte ich das eigentlich nicht, aber ich. Obwohl, hier ist es relativ zentral gelegen. Wenn ich hier den Porter lasse, ist das, glaube ich, gar nicht so doof. Das passt eigentlich. So. Nach Coraline wollen wir. Das ist ja eins von den beiden. Also müssen wir jetzt den Porter da nehmen. Und gen Süden latschen. Übrigens, ich hatte ja im letzten Part eine Karte von dem Magier bekommen, da, weil ich dem zwei Heiltränke gegeben habe. Aber die ist gar nicht im Inventar aufgetaucht. Ich gehe mal davon aus, dass es dann einfach eine ist von dem Zauber, den ich tatsächlich schon habe. Wo, was, wie? Wo denn? Och! Schaden machen sie noch, aber es ist nicht so drastisch. Und mit der Spirokeule hau das hin. Ganz schön in die Vollen gehen. Schauen wir mal, dass wir uns echt hier nach Süden aufmachen. Da haben wir ja zwei Städte im Prinzip, die wir jetzt noch erkunden können auch. Mal sehen, ob ich da durchkomme. Hoffentlich geidert. Will er mich hauen? Nee. Okay. Das war ich meiner. Verdammt mich. Freche Ed. Mal sehen. Sei gegrüßt. Du hast nichts Besonderes, du eigentlich. Oh nee, obwohl einen von beiden frage ich mal. Was willst du hier? Ja, die Groms geben überhaupt keine. Bla. Wir haben hier nur Ärger. Die Minen zum Beispiel. Hast du die Zwillingstore schon gesehen? Sehr beeindruckend. Die Zwerge müssen über eine Technologie verfügen, von der wir nur träumen können. Das ist wirklich bloß wieder so Smalltalk, bla bla, aber ich will nicht meckern. Kann ich dir weiterhelfen? Händler. Tritt ruhig sehr schön. Näher. Tritt ruhig näher, finde ich gut. Dann zeig ich mal, was du hast, beziehungsweise was ich loswerden kann. Ich habe so viel Krempel. Die fallen mir auch nicht, die sind bloß unnötig Gewicht. Habe ich zwei Schimpfen? Ah, das ist gut. Wie gesagt, die Spinnendinger, die lasse ich mir wirklich mal so als absolute Reserve. 100 HP ist auch nicht schlecht. Alles raus, was nicht gebraucht wird. Dann schauen wir mal, gibt es da irgendwas Interessantes? Die Waffen werden langsam echt besser bei den Händlern, aber sind noch so, dass ich sage, mein Zeug ist eigentlich besser, wobei, da könnte ich meine eine Waffe mit upgraden. Was kostet der Spaß? Boah, die kostet aber auch gleich Geld. Ich gucke erstmal durch, vielleicht gibt es ja meine Schlachthacke auch. Die nehme ich mal mit. Wobei ich muss ja auch echt aufpassen. Dass ich nicht wieder denn in so eine Falle reintappe, von wegen, dass ich die Waffe dann wahrscheinlich erstmal wieder nicht benutzen kann. Das ist natürlich schade. Oh, das Ding ist besser als unseres. Erdkuppe. Was haben wir sonst noch hier Nettes? Ach,
gesagt, das sind schon die Sachen, die ich zum Teil verkauft habe. Die ist halt mal ein bisschen leichter, ne? Aber fast so gut wie das, was wir anhaben, aber nee. Das lassen wir. Okay, Profi-Söldner-Schild. Gruppe Schlangenschild, Gruppe Schlangenschild. Das hört sich auch nett an und sieht cool aus, das Teil. Ach, wisst ihr was? Was kostet die Welt? Ah, halt. Halt. Gleich kombinieren, ich's vergesse. Gleich kombinieren, ich's vergesse. Aufsetzen. Den gleich verscheuern. Den setzen wir rein. Der wird verkauft, der Zwergenschild. Jo. So machen wir das. Ansonsten alles cool in Kabul, würde ich sagen. Ja. Was können wir noch machen? Ihr habt da sicherlich keine Aufträge für mich. Nee. Nee. Hast du irgendwas? Nein. Ah, nicht. Nischt. Oh, versteckt ihr euch hinterm Haus hier? Was treibt ihr hier, Jungs? Ich grüße dich. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn ihr euch ganz doll lieb habt. Aber macht doch das öffentlich, Leute. Willkommen. Sonst werdet ihr nie akzeptiert. Noch ein Händler. Ja, Baby. Ja. Yeah. Auf jeden. Ich verbessere natürlich gerne meine Sachen. Ist das nochmal Söldnerhelm? Ah, nee. Der ist nicht kombinierbar, oder? Schade. Na gut. Wohl dir, Fremder. Aber wir können unseren Knüppel noch aufknüppeln. Das freut natürlich. Da könnte ich tatsächlich mal überlegen. Angriff um 30 nochmal erhöht. Die kann ich auch kombinieren. Das habe ich gar nicht gewusst. Ja, das ist natürlich easy peasy. Da, also bei dem Ring habe ich nie dran gedacht. Dann ist das natürlich nice. Gut. Ich grüße dich. Du hast nix. Du hast ihn auf den Kopf verdient. Das war's. Hallo. Okay, die Wölfe sind mittlerweile One-Hit. Ist das ein Banditenlager? Ja. Steck die Waffe weg. Hallo, bleib stehen. Level up. Sehr geil. Aber ist da noch irgendwo einer? Wo steckt? Da bist du. Willst du mir nonchalant in den Rücken fallen? Dann machen wir das mal glatt auf 25. Das machen wir glatt auf 30. Nochmal 25, sehr schön. Und wo habe ich jetzt Skill rein? Ich glaube, ich push nochmal den Schaden. Geht nicht. Feinstein interessiert mich nicht. Schwimmen wollte ich eigentlich auch mal investieren. Muss ja auch mal sein. Weil der ist echt zu lahm im Schwimmen. Zack. Ich höre da hier schon mal Pferd schnauben. Ja. Habe ich mal wieder Salami Nummer 4 mittlerweile. Sehr geil.
das? Werden wir uns natürlich aneignen, den Gaul. Und wir konnten alles mitnehmen. Das finde ich ja mal so richtig nice. Hallo, mein treues Hottehü. Also jetzt bist du mein treues Hottehü. Hallo? Okay, steck die Waffe weg. Vielleicht wolltest du das nicht. Ich würde gerne aufsteigen. Gut. Alles nicht besser. Kombinieren ist auch nicht drin. Schade. Hier haben wir nochmal einen Ring. Reiten erhöht. Das ist gut. Können wir sogar kombinieren. Können wir auch zusammen dödeln. Nein, um Gottes Willen. Da bleiben. Das sieht doch alles echt nicht schlecht aus. Wir haben jetzt wieder ein Hottehü, das finde ich gut. Wir können auch gleich noch ein bisschen besser reiten wieder. Wobei, gut reiten in dem Sinne, wir es hier nie können, das sage ich euch. Jetzt muss ich mal den Händler wieder finden, den einen. Wo war denn der? Auf der Reise. Da ist einer. Der reicht mir. Steig ich mal ab. Danke. Willkommen. Zeig mal deine Waren. Wenn ich jetzt genug habe, dann werde ich mal meine Axt auch noch verbessern. Moment mal. Zack. Ach, das ist wieder, dass ich das brauen muss. Das wird ja sowieso nichts. Aber, okay. Habe ich noch genug Geld für die beiden? Leider nein. Egal. Wir haben jetzt tierisches Upgrade, was unsere Schlagkraft angeht, gemacht. Auf jeden Fall. Es ist die schlechteste Waffe, aber ist Blitzschaden drauf. Eigentlich ist die schlechteste, aber die ist ja schneller. Aber 250 bis 300 und dann noch Feuerschaden drauf. Und die hat... Alter Falter, die ist halt wirklich wesentlich besser nochmal. Und dich gebe ich nie wieder her, Salami 4. Nie wieder. Sehr gut. Klasse, Leute. Ich habe heute... Wartet mal, ich bin der festen Überzeugung. Ich muss mal kurz ins Skillbaum was gucken. Dass es Reiterkampf auch gab. Irgendwie doch nicht. Vielleicht muss ich es aus dem Maximum haben. Ich weiß es nicht. Oder wartet mal. Ich habe noch eine andere Idee. Das probiere ich jetzt noch aus. Und zwar kann das tatsächlich sein. Zack. Das war's. Eine Einheitwaffe muss es sein. Es muss eine Einheitwaffe sein, Leute. Okay. Wir haben jetzt hier einen Punkt erreicht, wo ich sage... Schauen wir doch einfach mal lieber im nächsten Part weiter. Halt mal bitte an. Salami und ich, wir machen jetzt Selfie hier. Salami, warum glitschst du so vorwärts? Was soll das? Mal jetzt schönes Selfie. Ja, guck rein in die Kamera.
Und ich sage an dieser Stelle bis zur nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt Two Worlds. Ciao.